Tirol hat sie, die jungen, aufstrebenden Technikgenies. 170 von ihnen waren heuer beim Wettbewerb Jugend forscht in der Technik im Einsatz. Seit Dezember haben die kleinen Albert Einsteins an den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Projekten gearbeitet. Jetzt haben sie die Ergebnisse dieser Projekte einer strengen Jury in Wattens präsentiert. Und die war ziemlich beeindruckt. Sie werden gleich sehen, warum. Lernen ist Erfahrung, soll Einstein gesagt haben. Darauf basiert auch der Wettbewerb Jugend forscht in der Technik. 4 Monate lang wurde in diversen Tiroler Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schulen gebaut, gedüftelt und gebastelt auf höchstem Niveau. In betreuten Gruppen sind so 19 Projekte entstanden. Die haben die Schüler nun in Wattens, Jury und Publikum präsentiert. Wir haben heute die Hand ausgesucht, weil Leute, die keine Hand mehr haben, die haben heute halt eine Prothese und das ist für sie ein Wunder, weil sie halt oft wieder etwas greifen können. Und bald sie heute halt zu umbauen, darf Kunst die auch als Prothese hernehmen. Also wir haben uns eigentlich gedacht, wie kann man Schnee erzeugen, weil wir haben im November schon gesehen, dass schon beim Schnee sein im Plusgraden. Da haben wir dann recherchiert, ja, wie kann das jetzt gehen. Mit einem Hochdruckreiniger haben wir probiert, Schnee zu machen. Am Anfang war jetzt das Problem, dass er eingefroren ist. Aber dann haben wir ihn wieder auftauen müssen. Und dann haben wir Schnee da messen und dann ist es echt gegangen, dass wir Schneekristalle selber gemacht haben. Wir haben jetzt dieses Elektrofahrzeug gebaut oder das Elektrobike. Da kann man vorne die Haxen aufbauen und das ist mit einem Scheibenwischermotor, also ganz einfach. Und hat eine Batterie von einem Handwerksgerät. Also da haben wir 2 Batterien und die können wir da immer aufladen. Wir haben eine Anlage gemacht, die was eigentlich 3 Möglichkeiten hat. Als erstes Mal kann ich Sachen bepflanzen mit verschiedenen Samen. Nachher das zweite kann ich Farbe sortieren und Metalle aussortieren kann mit unserem Förderband. Aber auch die Kleinsten haben eifrig geforscht. Wir haben es selbst eingefärbt, das sind weiße Nelken. Da haben wir abgekochtes Wasser und Lebensmittelfarbe vermischt und dann die eingesetzt. Dann hieß es auch schon bangen um die Wertung der Jury. Gewonnen hat schließlich in der Kategorie Volksschule die Blümchentruppe der Hans-Sachs-Schule Schwarz. In der Kategorie Beste Klasse die Polytechnische Schule Schwarz mit ihrer Produktionsmaschine für Afrika. Und in der Kategorie Kleingruppen das Duo der neuen Mittelschule Wiltschenau mit ihrer Roboterhand. Schüler wie Lehrer waren begeistert. Vielleicht wird ja aus so manch kleinem Albert auch mal ein großer. Doch vorerst heißt es Ideen finden für das nächste Mal. Gratulation an